Aber ich will nicht unter verrückten Leuten sein, sagte Alice. Oh, dagegen kannst du nichts tun, sagte die Katze. Wir sind ja alle verrückt. Ich bin verrückt, du bist verrückt. Woher willst du wissen, dass ich verrückt bin, fragte Alice. Das musst du sein, sagte die Katze. Sonst wärst du nicht hierher gekommen. Und mit diesem kleinen Zitat mal als alternative Einführung, willkommen zurück zu Batman Arkham Knight. Das Zitat passt aber, denn wir haben es letzte Folge schon mit dem Mad Hatter zu tun bekommen und werden diese kleine Nebengeschichte jetzt zu einem Ende bringen. Ignoriert bitte den sabbelnden Idioten da im Hintergrund. Da vorne ist ein kleines Feuer, um das kümmern wir uns jetzt, weil ich mich liebend gerne ablenken lasse. Etwas, das mir in den letzte Woche aufgenommenen Folgen sehr negativ aufgefallen ist, an mir selber tatsächlich. Ich meine, klar, ne? Wenn du gerade... Verpisst euch mal hier. Ich meine, klar, wenn du gerade dabei bist, über irgendwas zu reden und es passiert dann was, dann, ne, kann ich ja schlicht einfach weiterquatschen, so als ob nichts wäre, aber in den letzten Folgen habe ich das, finde ich, zu oft gemacht. Ich versuche mein Möglichstes, um mich in der Hinsicht zu bessern. Das ist sonst viel zu verwirrend, wenn man dazuhört und, glaube ich, auch ein kleines bisschen anstrengend. Gut. Und wer es nicht wusste, das Zitat, was ich jetzt am Anfang gebracht habe, ist von der Grinsekatze aus Alice im Wunderland, was natürlich perfekt zum Mad Hatter passt. Ich glaube nicht, dass er dir Gotham versprochen hat, das will er nämlich selber zerstören. Ich schätze mal, du bist nur als Ablenkung gedacht. Vor allem ist cool, sein ganzer Oberkörper ist frei, ne? Also er trägt nicht mal einen Schutzanzug, obwohl er dieses Jetpack auf dem Rücken hat. Mit den offenen Flammen. Ich würde gerne mal wissen, ich meine, gut, dazu finden sich bestimmt zig Videos auf YouTube. Wie viel Kraft muss eigentlich so ein Jetpack aufbauen, um einen Menschen so in der Luft zu halten und dann mit der Geschwindigkeit, ja, nach vorne zu bewegen? Wie viel Treibstoff bräuchtest du dafür? Oder was für eine Form von Technologie bräuchte man, um so ein Jetpack tatsächlich in Realität zu bauen? Nö. Hier ist die Fledermaus. Wer gewinnt? Fledermaus oder Glühwürmchen, ne? Also momentan hast du gerade mal zwei Feuerwehr-Departments angezündet. Just like the last time. He's attacking fire stations. Perhaps he takes their work personally, sir. Keep tabs on the other stations, Alfred. Let me know when he strikes. Okay. Das Blöde an diesem Fahndungsfortschritt ist, dass es dir ja im Grunde genommen spoilert, was das nächste Mal passieren wird. Na, ich meine, daran habt ihr ja jetzt gesehen, dass wir beim nächsten Mal dann das auch abschließen werden. Aber naja, gut, es kann ja nicht alles immer ewig gehen. Der Mad Hatter ist hier leider nicht abgebildet, weil das, wie gesagt, eine Mission für sich ist. Aber naja, gut. So. Kann ich ja immer noch manuell machen. So, jetzt kümmern wir uns aber wieder mal darum. Ich bin mir gerade nicht sicher, ist das hier jetzt eigentlich schon... Das dürfte die 10. Folge sein schon, oder? Mein Gott, Pity, du bist ein genialer YouTuber. Du kannst nicht mal mit deiner eigenen Folgenzahlen mithalten. Na gut. Muss man ja auch nicht. Ist ja eher eine Nebensache. Jedenfalls habe ich vor, entweder, wahrscheinlich mache ich noch zwei Folgen und dann werden wir uns mal die erste von diesen Arkham-Episoden angucken. Ich habe ja gesagt, dass ich die immer mal so zwischendrin einstreue. Und wenn ich das mache, dann wird es die von Batgirl sein, also praktisch ein Auszug aus dem Leben von Barbara Gordon, bevor das mit dem Joker passiert ist.
got this all wrong. I'm a triple agent. I wasn't working for Riddler. I just wanted him to think I was working for him while I fed him bad intel. But, look, Batman, no hard feelings. In your position, I'd have probably done the same thing. Can't be too careful, right? Ja, natürlich. Lass den Mann raus. Der Mann ist ein Genie, ein Dreifachagent, natürlich. Wie heißt er? J.T. Wicker. Kannst du direkt einen Agenten-Thriller draus machen. J.T. Wicker, Dreifachagent. Die J.T. Wicker-Trilogie. Okay, der steht immer noch unter Gaseinfluss. Oh je. Guten Tag, Leute. Mad Hatter ist offensichtlich... Ignoriert das. Ignoriert das bitte, denn ich bin Batman. Nichts darf meine Autorität untergraben. So, ich hoffe, der Mad Hatter ist immer noch im Verhörraum. Oh, und da sind die beiden, die wir gerettet haben. Aber der dritte fehlt ja noch. Na, da bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Tell me, Batman, did you find your Alice? No more games, Jervis. Where's the other hostage? Oh, yeah, why, yes, there's three. Oh, silly me. The answer's in the book, Batman. Open and see. Tell me! No joke. Control your rage. The answer is there. Just turn the page. Down the rabbit hole you fall, where madness reigns from wall to wall. Through the rhyming words we tumble, where villains toil and psyches crumble. Na kommt schon, Leute, ist das cool oder ist das cool gemacht? Fein geil, dass sie dann jetzt nur noch so eine Cell-Shading-Grafik gemacht haben. It's time to play a game. I'm here to make you understand what drives a man insane. Bam. If you ever want to leave this crazy world you now inhabit, all you have to do is follow the white rabbit. Okay. Wir müssen den weißen Hasen... Oh. Follow the white rabbit. Wir müssen dem weißen Hasen folgen. Komm mit, ich zeig dir einen echten Hasen. Aber dazu müssen wir erstmal die bösen Wölfe verprügeln. Ich könnte eigentlich auch mal das Multi-Ausschalten benutzen. Kaboom. Da ist der weiße Hase. Hold still. Let me help you. Oh, Alter, wenn der so riesig ist. Oh, lol, da war ein Bild vom Joker. Das erinnert halt sehr an diese alten aus Arkham Asylum, an diese Scarecrow-Abschnitte, aber viel besser gemacht. Und da haben wir auch Arkham. Das ist das Tor von Arkham Asylum. Bam. Oh, fuck. Oh, die Tigerwachen. Kennt ihr die noch? Aus dem letzten großartigen Batman-Game. Und... Bam! Butch. Na, wo ist der Hase? Da ist der Hase. Okay, ich verstehe. Das letzte Mal war Arkham Asylum. Oh, Alter, deine Fingernägel. Gottes Willen. Und das ist jetzt, wie ihr hier sehen könnt, Arkham City.
Joker's Funland. Ah, das ist alles so schön gemacht. It's okay. You're safe. Ich beneide das wirklich. Ich beneide Künstler. Also das sind ja alles Künstler, die sowas hier machen. Das muss ja alles erstmal gezeichnet werden, dann 3D modelliert werden und so. Ich beneide wirklich Künstler, die sowas hier können. Und jetzt sind wir bei Arkham Knight. Grand Avenue. Bums, 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 bums. Zwei Leute ausschalten und Nahkampfwaffe nehmen und dumm. Dürfte die Kniescheibe zertrümmert haben. Oh Mann, noch mehr Leute. Nö. Und tschüss. Oh lol, was? Ein Riddler? Informant? Hier? Was soll ich mit dem machen? Soll ich den verhören? Ach so, nein. Okay, ich verstehe. Ich muss den bis zum Schluss am Leben halten. Ja, ist klar. Ja, dich lasse ich. So. Sekunde, mach den platt. So, hab dich. Batman? Where are you, Alice? Where'd you go? Oh, this isn't right. Oh, no, 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 no. Wie er selbst bei seinem Versagen noch am Reimen ist. Na, Jarvis? Hat nicht geklappt, hä? Huh? What? No. I had you. Don't you see? You're mad. You're mad. You're just like me. I'll never be like you, Jarvis. Und jetzt mache ich, was ich schon sehr lange hätte tun sollen. Oh, Alice! No, this can't be how it ends. There's tea for two. We can still be friends. Und damit haben wir diese Episode abgeschlossen. Alter Schwede, ist das Psycho? Ich will unbedingt, kann bitte jemand einen Batman-Film machen? Also, aber so nach der, oh Gott, und jetzt sind hier schon seine Masken und sein... Ja, die erste Seite war halt wirklich Arkham Asylum, da werden echte Erinnerungen wach. Das war jetzt quasi auch fast so ein bisschen dadurch wie eine Art Fanservice-Episode. Also beziehungsweise Fanservice-Mission, einfach, dass du halt nochmal so wohlige Erinnerungen an die alten Teile bekommst. So rein von der Grafik und von der Inszenierung her ist Batman Arkham Knight, finde ich, auch besser, nochmal besser als Arkham City, ne? Ist logisch, also Grafik natürlich, ne? Das Spiel kam einfach später raus, obwohl es Spiele gibt, die, also Nachfolger von Spielen, wo der Nachfolger aber eine schlechtere Grafik hatte. Ich weiß nicht, ob ihr die Saints Row-Reihe kennt, aber ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass Saints Row 2 deutlich schlechter aussieht als der erste Teil. Ich weiß nicht, wie man sowas hinkriegt als Entwickler, dass man den Nachfolger tatsächlich beschissener aussehen lässt. Wahrscheinlich, wenn man vom Publisher nicht genug Budget kriegt oder so. Das Einzige, was man halt wirklich an Arkham Knight kritisieren kann, sie mussten halt irgendwie versuchen, nach Arkham City das Gameplay noch ein bisschen zu erweitern. Das haben sie gemacht durch mehr Gadgets, mehr Kampfmöglichkeiten und natürlich durch das Batmobil hier. Aber gerade solche Sachen, ne? Ich fahre hier einfach mal durch eine Menge und dann packen die da einfach so einen Elektroschocker ran und erwarten, dass ich das dann glaube. Obwohl Batman ja, wie gesagt, definitiv nicht töten möchte. Es gibt hier sogar Missionen, wo man Verbrecher vorm Riddler retten muss. Habt ihr ja letzte Folge gesehen.
Achso, was machen wir überhaupt als nächstes? Hier habt ihr auf jeden Fall die anderen Missionen noch. Wir haben noch mal eine, na, seht ihr dann schon. Ich will nicht so viel vorwegnehmen, immer, auch wenn ich das ganze Spiel schon kenne. Ja, zurück zum Thema. Es ist halt alles das, es ist halt dadurch, dass sie halt so krampfhaft versucht haben, das Gameplay hier zu erweitern, es ist halt einfach in vielen Teilen etwas too much. Ist ein neues Feuer ausgebrochen? Fireflies at large. Where there's smoke, he'll have lit the flame. Nee, weil ich das jetzt gerade auswählen konnte. Ich dachte jetzt, es ist vielleicht schon das. Nee, ansonsten machen wir weiter mit der Hauptstory. Ich habe ja schon mal gesagt, ich will die jetzt weiter fortführen. Damit wir mal ein paar neue Gadgets freischalten, damit sich das dann für mich auch lohnt, die Riddler-Rätsel mal anzugehen. So, und jetzt habe ich wieder das gemacht, was ich eigentlich nicht wollte, nämlich mal wieder einen Gedanken abgebrochen. Also, um das jetzt endlich mal zu beenden. Ich möchte... Also, es ist halt wirklich teilweise ein bisschen unglaubwürdig geworden. Und wenn wir dann am Ende die Story vollends zu sehen bekommen haben, dann werdet ihr halt auch sehen, dass einiges daran extrem wenig Sinn ergibt. Es ufert halt alles so ein kleines bisschen zu sehr aus. Auch diese Riddler-Räume, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt. Der Typ mag ein Genie sein, ne? Also so nervtötend und laut, nervig wie er auch ist. So schlau ist er halt auch in Wirklichkeit. Oh, aber dass er halt diese riesigen... dass er halt diese riesigen Untergrundrennstrecken bauen kann mit verschiebbaren Plattformen und so. Entschuldigung, da habe ich die Zeitauto zerstört. So, und jetzt müssen wir... Ich glaube, wir kriegen jetzt sogar schon ein Upgrade. Ja, aber das ist der Grund, warum Arkham Knight unterm Strich nicht so gut ist wie Arkham City. Das Gameplay ist zwar geil gemacht, aber es wurde da eben, es wurde dafür eben die Logik teilweise geopfert. Und da ich jemand bin, der sehr viel Wert auf in sich geschlossene logische Details legt, da muss ich halt auch zugeben, es... aber eigentlich auch nicht. Also es ist, also meine persönliche Meinung ist, es nimmt sich beides nichts. Arkham Knight ist meiner Meinung nach so gut wie Arkham City, aber auf anderen Ebenen. Die Story ist meiner Meinung nach nicht ganz so logisch. Nice of you to drop in, Mr. Wayne. I suppose you weren't really dressed for the front entrance. Aber das macht die Inszenierung wieder weg, so, und jetzt halte ich's Maul. I've downloaded all recent militia radio transmissions and their corresponding coordinates to your machine. Thanks, Lucius. I can scan the network for the Arkham Knight's voice print and determine the location of his last broadcast. Okay, danke. Das war ein... Nee, warte, was? Gut. Ich habe aber jetzt zugegeben auch nur deshalb so viel gelabert, um die Reise bis hierher ein wenig zu verkürzen. Ich hoffe mal, ihr habt da nichts dagegen. Masquerading as Gotham's least interesting socialite is one hell of a cover story. The dead parents are just icing on the cake. Naja, ehrlich gesagt, ich verstehe nicht, wie man nicht rauskriegen kann, dass Bruce Wayne nicht, dass Bruce Wayne Batman ist. Das ist Und dann muss ich ja einfach nur mal die Frage stellen, woher hat jemand so viel Equipment? Er muss an irgendeiner Stelle was kaufen. Er kann das doch nicht, der sitzt doch nicht in seinem Keller und schnitzt sich den Anzug selber. Got it. The Knight's transmitting from the Miyagani Tunnel Network.
Glad to be of assistance, Mr. Wayne. While you're here, we've been working on some further upgrades for your car. Ah, sehr gut. Jetzt dürfen wir uns ein Upgrade fürs Auto aussuchen. Wir werden zwar letzten Endes beides, also alles kriegen, aber für jetzt müssen wir uns halt entscheiden, worauf unser Fokus liegt. Einmal das CPU-Virus. Ah, you'll like this. Wrote it myself when I saw what you were up against this evening. The drone virus hijacks the militia tank's weapon systems and causes them to target their allies. Ja, also wir können Drohnen übernehmen. Ich weiß nicht mehr ganz, wie das funktioniert. Ansonsten hätten wir einfach den Waffengenerator MK3. Das muss ich nicht vorlesen, weil... Na gut, mache ich doch. Es dürfte relativ klar sein, damit kann man die Sekundärwaffen noch weiter überladen und dann mit diesen Raketen noch mehr Ziele auf einmal anvisieren. Wir nehmen aber das Drohnenvirus. It's not like I could... Take care, Mr. Wayne. You know where to find me. Yeah. I've traced the Arkham Knight to the Miyagani tunnel system. Excellent news, sir. But I'm detecting a significant drone presence in the area. It would be folly to engage them without the Batmobile. Noted. Shall I open the south entrance? Hold off until I get there, Alfred. I don't want to spoil the surprise. Okay. Ich hätte es da ehrlich gesagt besser gefunden, wenn sie wirklich richtige, echte Entscheidungen reingebaut hätten, anstatt dass man am Ende alles hat. Da seht ihr, das Batmobil ist eindeutig über die Typen drüber gefahren. Die sind jetzt Matsche. Und die auch! Das Elektroschocker funktioniert halt auch wirklich nur so lange. Guck mal, ich fahre über den drüber jetzt. Naja, man kann sich wie gesagt daran stören. Also viele Leute sagen halt, es ist deswegen nicht so gut. Aber ich bin ehrlich gesagt jemand, egal wie unlogisch das ist, und ich liebe es, mich über unlogische Dinge lustig zu machen. Ich hatte es schon mal gesagt, ich glaube, es liegt so ein kleines bisschen daran, dass, wenn ich solche Sachen dann erkenne, dass ich mich da indirekt dann immer so ein bisschen schlau fühle, wenn ich dann sagen kann, haha, ich hab's bemerkt. Aber ich fände es jetzt auch dumm, sich davon dann den Spaß verderben zu lassen, ist, ne? Solange, wie man sich nur ein bisschen just for fun darüber lustig macht, ist ja alles gut. Ich habe zum Beispiel neulich ein Video gesehen, so ein Sins-Video, wo einer die ganzen Fehler und unlogischen Sachen von Mass Effect 3 analysiert hat. Und ich liebe die Mass Effect Reihe, ohne Witz. Und der Witz ist, ich habe mit all seinen Punkten übereingestimmt. Ich habe jede einzelne Sache, also nicht nur das beschissene Ende von Mass Effect 3, wer das, ich glaube, das kann man durchaus mitbekommen haben, weil... Das hat es, glaube ich, sogar in die normale Presse geschafft. Also nicht nur in die Fachpresse, in die Gaming-Presse, sondern das kam sogar in so den üblichen, ich nenne es jetzt einfach mal Mainstream-Zeitungen. Ich werde es auch nie lernen, wie man hier die Gadgets auswählt, oder? Getting there. Hey, I haven't heard from Barbara for a while. Is she okay? She's fine. She's working on something for me. It's important. But she's safe, right? Don't worry, Tim. Just keep working on that cure. Ach, Batman. Du weißt doch, dass die Wahrheit am Ende rauskommt. Mann! Ich will immer noch das Explosivgehirn. So. Ja. Aber. Der Typ kommt dann halt zu dem Schluss, dass für ihn Mass Effect 3 aufgrund dieser ganzen unlogischen Sachen. Ich komme auch nie zum Quatschen, oder? Wenn die hier alle reden. If you cared about Barbara the way that little sidekick of yours does, maybe she wouldn't have got kidnapped in the first place. Was soll Batman denn bitteschön machen? Keine Sau weiß, wer der Arkham Knight ist. Das hätte er unmöglich vorhersehen können. Und für die Verbrecher, die es bisher gibt, reicht das Ganze. Also reichen die Sicherheitsvorkehrungen. Und wie gesagt, wir wären halt am Ende schon... Hi. Barbara's kidnapped and, let's face it, probably dead.
You're lying to Loverboy Wonder about it. And dear old Jim's marched off on his lonesome to save the day. Oh ja, stimmt. Das sollte ich vielleicht sagen. Robin und Barbara haben was miteinander. Okay, darf ich jetzt bitte mal... Nein, ich darf nicht fertig reden. Ich sehe es schon. Something on your mind? Alles gut. So, was ich sagen wollte. Er ist halt zu dem Schluss gekommen, dass Mass Effect 3 ein sehr schlechtes... tatsächlich nicht mal vergebungswürdiges Spiel ist. Okay, also er findet das halt richtig scheiße. Ich persönlich stimme zwar mit seinen Punkten überein, also ich würde auch jederzeit sagen, dass Mass Effect 3 an so vielen Stellen extrem unlogisch ist, teilweise wirklich schlecht und lazy designed ist. Aber ich hatte Spaß damit. Als ich das allererste Mal gespielt habe, als ich einfach losgelassen habe, so gesehen, und habe einfach entschieden, Spaß damit zu haben, hat mich das alles nicht gestört. Ich habe viele von den Dingen habe ich beim ersten Mal durchspielen gar nicht gecheckt und ich hatte Spaß damit. Und das werde ich niemals verleugnen. Ich werde immer sagen, ich hatte Spaß mit Mass Effect 3, egal wie scheiße es programmiert ist. Und es ist scheiße programmiert. Oder beziehungsweise nicht scheiße programmiert, aber es ist scheiße geschrieben. Also, ich musste herzhaft lachen, als Game of Thrones Fans gesagt haben, dass ihre Serie jetzt das schlechteste Ende einer Geschichte in der Geschichte hätte. Googelt einfach mal Mass Effect 3 Ending oder so, dann seht ihr schon, wovon ich rede. Warum rede ich darüber? Ganz einfach, es gibt Hinweise darauf, dass eventuell ein Remake der ganzen Mass Effect Trilogie kommt und wenn das passiert, werde ich es let's playen. So, damit haben wir das hinter uns und jetzt, Petit, konzentrier dich bitte auf das Spiel. Wir sind nicht hier, um über Mass Effect zu quatschen. Na gut, aber eigentlich seid ihr hier, um mich quatschen zu hören, oder? Na, okay, was soll's. Okay, guck dich mal an, was der hier unten alles hat. Boah, guck mal, Spielzeuge, Autos, Tischpflanzen. Wir müssen irgendwas da reinwerfen, oder? Ja. Remember Talia? Of course you do. How could you forget a girl like that? All it took was one piece of lead to end your hopes of a happily ever after. Me, of course, but you were wrong. Ja, da hat er allerdings recht. Die Schuld lag definitiv nicht. Also, das Ding ist, ne? Letzten Endes hat der Schuld, der den Abzug drückt. Nur damit wir hier mal, ne? You put her in my crosshairs, Bats. Sure, she didn't do herself any favors, but it was you. You see, people trust you. They believe in you. They follow you into your war, and you... You are about to get them all killed. Naja, die vertrauen aber nicht nur mir. Ich meine, die haben auch schon ihre Eier. Also es ist ja nicht so, dass das alles willenlose Marionetten sind. Keiner sieht Batman hier oben. Mein Gott, seid ihr blind. Sogar der Typ da, der an dem Geschütz da rumbastelt, sieht mich nicht. What the fuck? Ich habe manchmal das Gefühl, dass alles in Wirklichkeit viel dunkler ist und Batman wahrscheinlich nur saugute Augen hat, deswegen ist für den hier alles hell. Aber in Wirklichkeit ist hier stocktiefe Finsternis. Der Typ da schweißt gerade in stocktiefer Verfinsternis. Ich glaube, der denkt gerade angestrengt nach. Aus seinem Kopf kommen verdammte Funken. Kannst du noch mal schweißen, bitte? Er schweißt da, aber die Funken kommen aus ihm raus. Okay, das ist gut. Seht ihr genau solche Sachen? Ja, was? Ach, na, wir werden sie aufhalten, Mr. J. Auf die gute alte Knochenbrechertour. Oh, einer von denen hat tatsächlich ein Hirn. Try weave titanium coated armor plate. Nice.
exactly where to shoot. You're good, Dark Knight. Even better than I remember. It's gonna make it even more satisfying when I kill you. Oh, and don't worry about Barbara. I'll take better care of her than you ever did. Batman's in the control room. Show him what happens when he messes with my city. Und da haben wir eine der ganz unlogischen Szenen. Warum bringt er ihn hier nicht um? In dem Hubschrauber mit einer gewissen Distanz kann ich das ja noch ein ganz kleines bisschen verstehen. Aber ist das dein Scheiß Ernst? Er ist genau vor dir, verdammt nochmal, und du verprügelst ihn nicht einfach. Ah! Okay, wir dürfen auf keinen Fall da raus. Au. Und Batz. Wir müssen mal ein bisschen in die Richtung, weil da sind die Insta-Ausschaltmanöver. Zum Beispiel für diesen Assassinen hier. Und der braucht 2 Takedowns. Au, zu spät gedrückt. Au, 4 Stück, okay. Nicht gesehen. Entschuldigung, bin gerade unkonzentriert. Nein. Okay, den schalte ich jetzt erstmal aus, damit der aus dem Weg ist. Und dann den Sunny. Und jetzt ist der hier auch noch elektrifiziert. Wie kriegt man das nochmal weg? Und komm schon. Krabbams! So. Das war leider ein kleines bisschen holprig. Aber scheiß drauf. Ja, aus gutem Grund. Nicht mutig genug. Alter. Ja, ich weiß, ich muss wahrscheinlich das Batmobil nehmen. Na, guck mal, wo wir sind. Irgendwie muss ich das Batmobil hier reinbringen. Oh, danke, Joker. Danke. Danke, Mr. J. Hätte ich sonst nicht gesehen. Du und ich, yo, Tag Team. Alles klar? Ja, man könnte den Arkham Knight auch Captain Premature Celebration nennen. War die Drohne gerade da im Kontrollraum und hat mich nicht erschossen? Ist der scheiße? Der ist scheiße. Time to rescue Oracle and make the Arkham Knight pay. Jetzt nur mal, ne? Überlegt mal, man kann eigentlich fast ein Trinkspiel aus dem Game hier machen. Jedes Mal einen trinken, wenn einer der Bösewichte eine absolut klare Chance hatte, Batman ein für alle Mal auszuknipsen. Und der einzige Grund, warum Batman weitermachen kann und am Ende gewinnt, ist, weil sie keine einzige dieser Chancen wahrnehmen. Das ist wie eine Fußballmannschaft, die ohne Torwart 50 Mal aufs Tor zimmert und jedes Mal die Latte trifft. Das ist ohne Witz.
Okay, an der Stelle würde ich aber sagen, machen wir mal Schluss. Ich hoffe, ihr hattet ein kleines bisschen Spaß mit mir, trotz meinem vielen Geschwurbel. Ich würde mich wie immer freuen, wenn ihr mir in den Kommentaren von YouTube mitteilen könntet, wie ihr das Ganze findet. Das würde mich immer sehr, sehr freuen. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, haut rein!